Ringstraße wird zur Sackgasse. Ab morgen wird die Ringstraße zwischen Madloer Hauptstraße und Hardenbergstraße voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Schachtarbeiten zur Verlegung eines Schmutzwasserkanals und zum Einbau eines Schachtbauwerks. Betroffen von der Baustelle sind die Zufahrten Nummer 6a bis 14a und 15 bis 19. Die Bewohner der Hausnummern 1 bis 14a erreichen ihre Grundstücke über die Madloer Hauptstraße, die Nummern 15 bis 19, die Straße an der Ringstraße und das angrenzende Gewerbe sind nur noch über die Hardenbergstraße erreichbar. Regionaler Film im Spielplan. Das Beziehungsdrama Nachthelle handelt von vier Freunden, die nach Jahren in ihr Heimatdorf zurückkehren. Das Dorf ist allerdings vom Kohleabbau total verändert. Der Spielfilm von Florian Gottschick wurde unter anderem in den Tagebauen Cottbus Nord und Jenschwalde gedreht. Seit 4. Juni ist der Film deutschlandweit in den Kinos. Heute und Mittwoch läuft er dann auch im Weltspiegel. Abkühlung für die Dickhäuter. Bei über 30 Grad ist es auch den Elefanten im Tierpark zu warm. Eine kleine Erfrischung hat es für sie heute trotzdem gegeben. Carla und Sundali haben einen Abstecher in die Spree gemacht. Doch sie haben den Ausflug etwas anders genutzt. Auf die nächste Abkühlung müssen die beiden allerdings noch ein bisschen warten. Das nächste Bad nehmen sie erst wieder in einer Woche.